Ja, und ich weiß nicht, unendlich viele Akupunkturkurse gegeben. Ich habe immer gesagt, man kann Akupunktur auch schmerzhaft machen. Man muss aber nicht. Also wenn ich meinen Patienten nicht mag, kann der schon sich akupunktiert fühlen. Ja, aber ich kann es auch anders machen. Ich habe in China auch Akupunktur gelernt, bei blinden Akupunkteuren, das war klasse. Ja, aber die haben gesagt, nö, das mit dem Tai-Chi-Gefühl, das ist gut, aber es muss nicht sein. Und wehtun muss es überhaupt nicht. Aber die anderen sagen, wenn es nicht wehtut, ist es keine Akupunktur. Ja, so gehen sie halt auch raus. Und wenn es ein Patient sind, der sagt, ich muss mich behandelt fühlen und das hat so richtig wehgetan, dann ist es okay, wenn sie das brauchen. Ja, es gibt auch SMM-Akupunkteure, so ist es nicht. Ja, ich könnte aus meinem Job viel mehr machen, wenn ich Statist wäre. Also, ja. Aber muss nicht sein. Man kann ein Verfahren auch ein bisschen nebenan rollen. Ich habe immer so, es gibt eine bestimmte Gerätegruppe, wo ich die Entwickler kenne. Und das ist aber jetzt meine persönliche Wertung, wo sich bei mir immer so ein paar Nackenhaare aufstellen, wenn ich in die Nähe dieser Geräte komme. Ich habe gesagt, Mensch, woran liegt denn das? Ja, wie vorhin ja der Pädagoge sagte, vielleicht ist es mein Verrat, meine Lüge, meine was auch immer. Ja, aber wenn ich so ein Gerät sehe, vielleicht die Energie, die da drin ist, passt nicht zu mir. Ich habe die 4 Wochen lang jeweils bei mir in der Praxis gehabt, taugt für mich nicht. Und andere haben tolle Erfolge damit. Ja, das sind so Schwingungen, die kann man nicht messen, die kann man nur spüren. Und wenn ich sage, ein anderer hat damit Erfolg, sage ich, jo, klasse, soll er das machen. Für mich ist das nicht. Also da spielen Sachen eine Rolle bei den Verfahren und bei den Geräten, die sind für uns noch nicht erfassbar. Die sind spürbar vielleicht, aber nicht erfassbar und schon gar nicht erklärbar. Und das ist bei der Energiemedizin und bei der Informationsmedizin viel wichtiger und viel stärker wirksam als bei einer Chirurgie oder auch bei einer inneren Medizin. Bei der Chirurgie erkennen Sie, wer kann was, wer kann nichts. Also grob. Irgendwann sehen Sie es an den Ergebnissen, wo Sie sagen, Mensch, der hat ein Händchen dafür. Ja? Und auch bei Informationsmedizin oder bei Matrix Reimprinting, beim EFT, merken Sie, wer kann es und wer kann es nicht. Eklatant bei diesen Zweipunktheilungen. Bartlett, Kinslow, wer ist der andere? Andrew. Die bilden Tausende von Leuten aus und bei 8 bis 10% funktioniert's. Warum? Weil die Leute hingehen und sagen, ich lerne jetzt eine Methode und dann gehe ich nach Hause und kann das. Und der erzeugt auf der Bühne, jetzt erzeugt er die Welle nach der anderen und dann fallen die um und Tod und Teufel, toll. Und zu Hause, ja, da fallen dann die Fragen gar nicht ein, die man bräuchte. Also wenn man nicht ausgebildet ist, um mit einem anderen zu kommunizieren, nützt auch eine Zwei-Punkt-Methode nichts. Das ist eine Methode, die kann ich mir anhören und denken, ich habe sie drauf, aber ich habe es nicht gelernt. Ja? Grabovoi mit seinen Codes, 7- und 9-stellig, der kann das. Der ist oben angebunden, der hat die Ordnung, das, was der Hartmut sagt, der hat das Ordnungsprinzip in sich. Wenn der das macht, funktioniert das. Aber die das hier lernen, die denken, die haben einen 7-stelligen Code, den müssen sie oft genug sagen, dann wachsen dem die Haare nach. Ich habe es gar nicht erst probiert, aber ja, ich würde es jetzt mal nicht vermuten. Da wächst natürlich, wenn der das macht, mit einem bestimmten Code, wächst die Schilddrüse nach. Aber mit dem Karzinom schon drin. Und es wachsen auch Zähne nach, aber halt der eine so, der andere so, weil das Ordnungsprinzip fehlt. Man kann eine Technik nicht aus einem so einem Verfahren rauslösen und meinen, man hat alles. So wie Akupunktur keine TCM ist. Akupunktur ist Akupunktur und TCM ist der Rest auch. Ja? Und bei der Informationsmedizin ganz, ganz wilder Faktor, wer macht's? Weil sie das, der sie sind, mit reinbringen. Und der eine, der spricht 2 Worte und ist, ja, Bullseye, hat sofort alles getroffen und der andere spricht 2 Stunden mit dem Patienten und gehen beide frustriert nach Hause. Ja. Also hier sind wir in einem Bereich, wo man noch viel Grundlagenausbildung auch machen muss. Ich bin ja so ein Ausbildungsfreak, weil ich denke, man sollte das lernen, was man tut. Ja, wenn Sie so Mr. Minute Akupunktur machen wollen, das geht auch. Üben, 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 natürlich. Behandeln und heilen. Ohne Nebenwirkungen, ja, unser Motto. Wir gehen mal ein bisschen weiter. Ich möchte noch ein bisschen was zu den physikalischen Verfahren erzählen, zum Informationsfeld, zur spirituellen Medizin. Wir verbinden hochmodernes Wissen, Hightech, iPhones mit Wissen, das 4.000, 5.000 Jahre alt ist. Und denken uns gar nichts dabei. Wir überbrücken das mal so schnell. Die TCM ist klasse.
bin ein ausgesprochener Fan der TCM, auch der ayurvedischen Medizin und der ganzen traditionellen Medizinen. Die haben ein unendliches Wissen. Aber es reicht nicht aus, um die Probleme zu lösen, die wir jetzt haben. Und das primitivste Beispiel ist, dass wir seit 100 Jahren mit elektromagnetischen Wellen bombardiert werden, die es früher nicht gab. Es gab früher schon Radioaktivität, auch bei der TCM gab es Radioaktivität. Die Aborigines haben genau gewusst, wenn das radioaktive Material in der Erde ist, macht's nichts, wenn es das rausholst, ist es giftig. In der Erde kannst du dich mit dem Zeug umgeben, passiert fast nichts. Aber sobald du es da rausholst, wo es nicht hingehört, hinbringst. Aber die TCM hat keine Lösung für Krankheiten, die dadurch entstehen, dass jemand ohne Pause elektromagnetischen Feldern unterworfen ist. Das kennen die nicht. Diese ganzen Milzstörungen, die sind damals noch nicht in dieser Form bekannt gewesen. Ja? Das sind so Grenzen dabei. Aber ich bin ja gesagt, ich bin ein Fan davon. Aber man muss auch die Grenzen kennen. Und dann, was halte ich denn von meinen Patienten? Wir hatten die Verantwortung für die Gesundheit von dem Patienten. Das sage ich. Der Patient? Es sei denn, ich bin der Notarzt und muss den erretten, bis er wieder weiterlebt, sodass er die Verantwortung wieder übernehmen kann. Okay, das mal. Aber ansonsten, bei den normalen chronisch kranken Patienten bleibt die Verantwortung auch dort. Und deswegen ist, die Patienten sind Subjekts in ihrer Heilung, nicht Objekts. Und sobald wir versuchen, die zu behandeln, machen wir sie zum Objekt. Das mag das Bedürfnis des Patienten schon befriedigen. Ja? Der Albrecht Hempel, Kollege, Kardiologe in Dresden, der hat immer so einen tollen Spruch, der sagt, der Patient kommt zum Arzt und sagt, ich bringe Ihnen schon mal meine Leber vorbei, heilen Sie die mal, ich gehe 1-2-1 trinken. Ja? Das ist die Denkweise, wie manche sagen, ja, ich bringe mein Auto in die Garage, fix me. Das läuft doch nicht so. Das läuft noch nicht mal in der Schulmedizin so. Ja, also wir sollten schon dran denken, wer die Verantwortung hat, und dem Patienten helfen, dass er seinen Weg findet. Und das ist mit Informationsmedizin häufig besser möglich als mit Chemie. Wobei es die auch braucht. Also das, ich bin da nicht so dogmatisch dagegen. Beim Behandeln und Heilen gibt es ja auch so IKEA-ähnliche Sprüche. Ja, schläfst du schon? Ja, in dem Fall hier, behandelst du noch oder heilst du schon? Man muss wissen, wann man was tut. Es gibt Sachen, die kann man behandeln. Da lohnt es sich nicht, großartig heilerisch tätig zu werden. Und bei manchen Sachen sollte man sagen, das kannst du gar nicht behandeln, das musst du heilen. Geld verdient man mit dem Behandeln. Mit dem Heilen. Heilen hat den Nachteil für den Therapeuten, dass dann Schluss ist. Der Patient ist weg. Ja, hat den Vorteil, wenn es geklappt hat, dass der ein paar Leute kennt, die auch sowas haben, und dann kommen halt viele neue Patienten und nicht Dauerbrenner. Ja, also wir sind auch 700 Leute im Jahr neu, lieber als zwei Leute 350 Tage. Ne? Bei den physikalischen Verfahren haben wir auch alles Mögliche, was da reinkommt. Und wir haben auch von der Ausstellung her fast alles abgedeckt. Wir haben galvanische Ströme, wo es britzelt, ja, wo Sie merken, wo es sehr viel britzelt, wenn Sie den Mikroampere-Bereich verlassen, wenn da mal so ein paar Milliampere fließen. Dann haben wir heute auch gehört über Femto-Tesla, Mikro-Tesla und Milli-Tesla, was das alles bedeutet. Also wir können natürlich auch magnetische Felder mitnehmen. Licht war gar nicht so jetzt Thema dieses Symposiums, das werde ich vielleicht nächstes Jahr haben. Es gibt hervorragende Ergebnisse mit der Lichttherapie. Chakrenfarben, aber wirklich klarharte Chakrenfarben auf schmerzende Areale in der richtigen Farbe. Innerhalb von Minuten ist der schmerzfrei. Oder 3-4 Sitzungen und permanent Schmerzen sind plötzlich weg. Wenn man das kann, wenn man die Farbsequenzen kennt, wunderbar. Und man muss aber das richtige Licht haben. Und es gibt dieses Fake-Licht, weiß nicht, ob Sie das kennen, dass Sie einen Laser haben, der Ihnen oranges Licht produziert, aber aus einer grünen und einer roten Diode. Wir sehen orange. Das macht unser Computer. Für den Körper ist das rot und grün. Das, was Sie behandeln wollen, braucht aber orange. Das heißt, ein Licht der Wellenlänge orange. Und das erreichen Sie nur mit Filtern und ähnlichen Sachen. Oder eine Quelle, die halt wirklich orange kann. Ansonsten halt mit Filtern. Und da kaufen viele Leute einen Farblaser und denken, die haben einen Farblaser. Die haben einen Rot- und Grünlaser. Den Rest mischen die zusammen. Ja, deswegen muss man aufpassen, was man macht. Und ich glaube, dass ich nächstes Jahr auch jemanden habe, der uns in die Lichttherapie mal ein bisschen einführt. Absolut nebenwirkungsfrei.
und relativ preiswert. Dann haben wir Elektronen auch schon angesprochen. Der Hartmut Fraß hat in seinem Vortrag dieses Andi-Gerät vom Sahakian erwähnt, der den Elektronenstrom so auslösen kann und auf die Haut beamt, dass so 1-2 Zentimeter oberhalb von der Haut richtige Funkenentladungen kommen. Auch das bedarf natürlich einer ausgeprägten Ausbildung, das zu interpretieren. Denn hinten am Kreuz irgendwas zu machen und zu sagen, es ist die Galle und da vorne ist es das Ovar oder die Prostata, je nachdem, wie man halt hat, das ist dann schon Kunst. Aber auch das geht. Also wir sind da noch am Anfang. Das wird alles noch kommen. Das heißt, wir können alles, was wir elektrisch-physikalisch haben, auch ausnützen. Und ich habe letztens eine wunderbare Sache gesehen. Da hat jemand durch Gedanken einen Hubschrauber gelenkt. Und zwar hat er seine Hände festhalten müssen, hat nur denken müssen, ich bewege jetzt meinen Daumen oder ich bewege meine Hand und presse die. Und dann wurde ein Computer so auf dessen Signale geeicht, dass dann ein Hubschrauber auf die Signale reagieren konnte. Das heißt, er konnte mit seiner Gedankenkraft, indem er bestimmte Finger bewegen wollte, den Hubschrauber verändern. Er konnte vorwärts fliegen, rückwärts fliegen, Konturen fluchen und alles machen. Der war dann nach 2 Wochen, waren die Probanden so weit, dass die allein durch das Denken der Bewegung von Händen Hubschrauber im Feedback steuern können. Das ist jetzt Forschung. Aber wenn Sie das weiterdenken, in 3-4 Jahren wird es Prothesen geben, wo der Mensch denkt, ich bewege meinen Fuß und der Roboter bewegt seinen Fuß. Ja, der wird mit einer denkenden Prothese laufen können, weil er wirklich denkt, ich bewege meinen Fuß. Nicht mit elektrischen Schnittstellen, Interface, so nach dem Motto, ich mache da hinten einen Nerv auf und mache dann was Elektrisches drauf. Nein, einfach indem ich die Hirnhälften oder die Hirnareale abtaste, magnetisch, elektrisch, wie auch immer, und dann weiß der Körper, da hätte er jetzt gedacht, ich bewege einen Fuß, wenn der noch dran wäre, würde er das auch machen. Gib ihm einen Fuß und der macht das. Also das sind wir auch noch weit weg. Finde ich klasse, sowas. Ja? Und das sind alles in die gleiche Richtung gehend.